Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 72, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion DIE LINKE, gute Arbeiten, gute Behandlungen in der hessischen Psychiatrie, mehr Fachkräfte statt Personalabbau nach neuer Bundesrichtlinie, mit dem Punkt 84, dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, qualitativ hochwertige Versorgung von psychisch Erkrankten gewährleisten. Das ist 2012-59 und 2012-80. Das Wort hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eine Aktuelle Stunde zu dem Thema ist viel zu kurz. Deswegen bitte ich, dass Sie den Applaus für den Schluss aufheben. Die Psychiatrie muss sich ändern. Das sagen inzwischen fast alle. Die Mitarbeitenden, die eine gute Arbeit leisten wollen, die Angehörigen, die mit ihren erkrankten Familienmitgliedern und Freundinnen leiden, diejenigen, die auf Psychiatrie angewiesen sind. Das sagen Verbände und Kliniken. Gerade die Psychiatriewoche in Frankfurt hat das gezeigt. Anfang Oktober ist der Gedenktag bundesweit für die Psychiatrietoten. Eine Woche später werden sich die Beschäftigten zu Wort melden. Die gute Arbeit ist in diesem Bereich besonders erforderlich. Das hat auch Prof. Dr. Kirschenbauer in seinem Bericht über die Psychiatrie höchst verdeutlicht. Ich zitiere ihn. Natürlich besteht grundsätzlich das Anliegen, mehr Zeit für die Betreuung der Patienten zu haben. Mehr Zeit für die Patienten heißt gleichzeitig aber auch, dass mehr Personalkapazität benötigt wird. Genau dies hatte der gemeinsame Bundesausschuss in der letzten Woche vereitelt. Die Psychiatrie-Personalverordnung ist unter einem enormen Druck entstanden und hinterlässt nur Scherben. Die renommierte psychiatrische Gesellschaft DGPPN urteilt in ihrem aktuellen Beschluss, zu diesem aktuellen Beschluss, dass die Neuregelung der Personalmessung auf der ganzen Linie gescheitert ist. Wenn jetzt auch noch nicht alle Details dieser Geheimveranstaltung bekannt sind, es ist doch bekannt geworden, dass die neue Richtlinie die bisherige Personalverordnung, statt sie qualitativ und wirklich echt zu erhöhen, nur als Personaluntergrenze festlegt. Nach Aussage der Gesellschaft bedeutet das weniger Geld für die Kliniken. Sie fordert den Gesetzgeber auf, schnelle Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sonst nimmt die Gefährdung der Patientensicherheit mit allen Konsequenzen in Lauf. Genauso hat die Bundesärztekammer sich aktuell geäußert. Kurz vor der Verabschiedung hat das Versorgungsbarometer von Verdi bereits jetzt schon skandalöse Zustände in den Kliniken zutage gefördert. Mehr als drei Viertel der befragten Beschäftigten in den psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland können sich nicht vorstellen, bei der derzeitigen Personalsituation bis zur Rente in der Psychiatrie zu arbeiten. Mehr als 80% der Beschäftigten sagen, dass es nicht einmal möglich ist, einen begleiteten Ausgang für Patienten und Patientinnen nur teilweise oder gar nicht zu machen. Zur Überlastung kommen noch körperliche und verbale Angriffe. 20%, und das hat mich wirklich erschreckt, der Beschäftigten erleben in jeder Schicht, in der sie arbeiten, dass jemand von den Patienten und Patienten fixiert wird. 60% erleben das einmal in der Woche. Dies wäre nicht notwendig gewesen, das sagen die Beschäftigten ganz deutlich, wenn mehr Personal erforderlich wäre, vorhanden wäre. Dr. Kirschenbauer sagt, grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei einer umfassenden, intensiven Schulung aller Mitarbeiter in Deeskalationstraining sowie einer Entlastung der geschlossenen Station vom Aufnahmedruck auch die Anzahl der nicht vermeidbaren Zwangsmaßnahmen verringert werden kann. Und er bestätigt, dass in der aktuell bundesweiten Fachdiskussion davon ausgegangen wird, dass die personelle Ausstattung um 10 bis 20% höher angesetzt werden müsste. Leider ist das nicht passiert. Die Psychiatrie in Hessen braucht aber auch einen Neuanfang. Deswegen haben wir einen Antrag eingereicht, den wir im Ausschuss weiter diskutieren wollen.
Wie in dem Zwischenbericht in Höchst zu lesen, was wir dort lesen müssen, ist erschreckend, aber es ist kein Einzelfall. Es gibt dort kein Qualitätsmanagementsystem. Überproportional finden sich Praktikantinnen und Assistenzärztinnen auf der Station mit den größten Herausforderungen. Die räumliche Ausstattung ist wie auch in der Frankfurter Uniklinik ein Problem. Dauerhafte Überbelegung kennen wir auch aus anderen stationären Aufnahmestationen. Therapien sind Mangelware. Patientinnen sitzen gelangweilt herum, schauen Fernsehen und rauchen. Keine Wunder, dass dann aggressive Handlungen die Folge sind. Hierzu kommt die vorwiegende Behandlung mit Medikamenten, die die Patienten oft mit schweren Nebenwirkungen bezahlen müssen. Viele nehmen sie nur so lange, wie sie in der stationären Behandlung sind, und setzen sie dann ab. Das führt zu Wiedereinweisungen in die Krankenhäuser. Oder wie in einem Petitionsfall eine Medikamentierung, wo der junge Mann jetzt im Rollstuhl sitzt. Wir brauchen einen Neuanfang für eine menschliche Psychiatrie, die den Beschäftigten einen Arbeitsplatz ermöglicht, wo sie nicht ständig mit Aggressionen zu tun haben, bei denen Menschen mit psychischen Erkrankungen gut behandelt werden. In unserem Antrag haben wir wesentliche Punkte dazu aufgeschrieben. Wir fordern Sie auf, im Ausschuss und in einer Anhörung die Alternativen zu diskutieren. Dass es anders geht, wissen wir auch aus hessischen Einrichtungen wie dem Bahnhof. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die Krisenintervention in Darmstadt oder die Klinik in Hanau. Und ich fordere die Landesregierung auf, tatsächlich für eine humane, für eine menschliche Psychiatrie tätig zu werden. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat der Abg. Börsin, Freie Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch heute diskutieren wir ein weiteres Mal über die Psychiatrie in Hessen. Für uns Freie Demokraten gilt auch hier für die Psychiatrie der Grundsatz, wir wollen den Menschen größtmögliche Selbstbestimmtheit ermöglichen. Trotz vollmundiger Versprechen des Gesundheitsministers Spahn gibt es in Hessen kaum eine neue, voll- und dauerhaft finanzierte Pflegestelle. Die harten Arbeitsbedingungen in der Psychiatrie haben sich zwischenzeitlich nicht verbessert. Es ist für die Beschäftigten harte Arbeit mit zu wenig Anerkennung. Helfen würde auch hier die Digitalisierung in Gesundheitseinrichtungen. Aber da kommt Hessen mangels Digitalisierungsstrategie nicht voran. Es rächen sich viele Versäumnisse. Zum einen ist der bauliche Zustand der Psychiatrie nicht nur in Höchst zu nennen. Seit Jahren fällt die Investitionsförderung der Landesregierung zu gering aus. CDU und GRÜNE sind dabei auch nicht gewillt, die Mittel angemessen zu erhöhen. Nee, ihr wisst es anscheinend noch nicht. Der Ministerpräsident hat es versprochen, es steht im Koalitionsvertrag, aber der Finanzminister hat es wieder gestrichen. Also da informiert ihr euch besser mal bei den Freien Demokraten. Also der Finanzminister scheint euch ja nicht alles zu erzählen. Interessant. Zum anderen fehlt es oft an ausreichendem und genügend qualifiziertem Personal. Es kann in akuten Stresssituationen zu Überforderungen und Überreaktionen kommen. So kann es bei schwierigen Fällen schnell zu Zwangsmaßnahmen bis hin zu Fixierung kommen. Es fehlt an Schulungen, die vermitteln, wie man in solchen Situationen deeskalierend eingreifen kann. Es fehlt an einem Psych-KG-Gesetz, das hinreichend konkret und verbindlich formuliert ist. Wir Freie Demokraten haben das bei den Diskussionen sehr kritisch angemahnt. Wir haben die vielen Konjunktive in diesem Gesetz kritisiert. In der Debatte haben CDU und GRÜNE hingegen von einem lernenden Gesetz gesprochen, eine schöne Umschreibung dafür, dass sie sich gar nicht sicher waren, ob sie hier eigentlich das Richtige machen. Im Prinzip stand mit dieser Formulierung damals schon eine Novellierung im Raum. Die Landesregierung wusste bislang nicht, wie die Realität in der Psychiatrie aussah. Erst der Wallraff-Report hat sie aus dem Tiefschlaf geholt. Die vielen Hinweise hätten vorher erkannt werden müssen. Es hätte nie so weit kommen dürfen, festgefahrene Strukturen, in denen der Routine gefolgt und nicht ausreichend hinterfragt wurde. Ich kann heute nur feststellen, dass die Situation im Klinikum Höchst exemplarisch zeigt, dass die Lernaufgaben in vielfältiger Weise anstehen.
Dabei haben wir es in der Psychiatrie mit sehr verletzlichen, isolierten und schutzlosen Menschen zu tun. Sie benötigen unsere Aufmerksamkeit und unseren Schutz. Wir müssen uns zunächst dringend mit der Prävention und der Nachsorge in diesem sensiblen Bereich beschäftigen. Wir müssen die ambulante Versorgung stärken, damit die viel zu vollen Kliniken entlastet werden. Überbelegungen in Psychiatrien dürfen nicht länger Dauerzustand bleiben. Das sind wir auch den Erkrankten schuldig, dass wir dafür sorgen, dass nicht die Klinik die einzige Anlaufstelle bleibt. Und wir haben auch die Pflicht, uns um bessere Nachsorgemöglichkeiten zu kümmern, damit der Drehtüreffekt möglichst gar nicht erst entsteht. Viele Patienten können nicht ohne weiteres nach Hause entlassen werden. Sie benötigen eine Zwischenstation, in der sie noch eine Weile betreut werden. Auch davon gibt es zu wenige, die Plätze sind belegt. Hinderlich für eine gute ambulante Versorgung ist aber auch die Tatsache, dass die Psychiatrien zu wenig mit dem ambulanten Sektor zusammenarbeiten. Das Problem der ungenügenden sektorenübergreifenden Versorgung haben wir leider generell in der medizinischen Versorgung. Wünschenswert wäre eine Verzahnung zwischen ambulant und stationär, aber auch eine Verzahnung mit der Reha sowie den anderen sozialen Bereichen. Die in den letzten Tagen viel diskutierte und kritisierte neue Bundesrichtlinie zur Personalbemessung wird wohl nicht dazu führen, dass es zu einer Erhöhung des Personals in den Psychiatrien kommen wird. Umso wichtiger ist es dann aber auch, dass wir für eine Entlastung des Systems sorgen. Stärken wir den ambulanten psychiatrischen Bereich in der Vor- und Nachsorge und bringen wir einen verlässlichen Krisendienst auf den Weg. Die Versäumnisse der Landesregierung haben bei Betroffenen, Angehörigen und Beschäftigten zu Enttäuschung und Vertrauensverlust geführt. Bewegen Sie sich endlich. Wir setzen uns nicht dafür ein, um Statistiken zu erfüllen oder einzuhalten. Nein, hier und überall wollen wir Selbstbestimmtheit ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Alphabet, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Regierungsfraktionen danken zunächst Sozialminister Klose und Stadtrat Mayer aus Frankfurt für die umfangreiche und transparente Bearbeitung von Fragen zur Versorgung der Patienten in der Psychiatrie im Krankenhaus Frankfurt-Höchst. Die Berichte über entsprechende Vorgänge durch die Medien erforderten ein schnelles Handeln der Politik. Durch einen fachkompetenten externen Berater konnten Vorwürfe überprüft werden und Handlungsempfehlungen gegeben werden. Erste Maßnahmen erfolgen bereits. Das Vertrauen der Patienten und ihrer Angehörigen in eine gute und zugewandte Behandlung in Höchst und in ganz Hessen muss erhalten und, wenn nötig, wiederhergestellt werden. Dabei ist es uns ganz wichtig, dass Wertschätzung und Anerkennung des medizinischen und Pflegepersonals nicht infrage gestellt werden. Der Titel der Aktuellen Stunde heißt „Mehr Fachkräfte statt Personalabbau nach neuer Bundesrichtlinie“. Das bedarf einiger differenzierter Klarstellung. Der Titel erweckt schon den Eindruck, dass Landesregierung und Bundesgesundheitsminister sich nicht ausreichend um den Personalmangel in den Kliniken kümmern würden. Nun, das genaue Gegenteil ist der Fall. Erstens. Stein des Anstoßes ist ein Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses GBA, den jetzigen Standard in der Psychiatrie als Personaluntergrenze vorerst festzuschreiben. Es werden zwar Weiterentwicklungen in Aussicht gestellt, ich sage aber auch ganz klar, der Beschluss des GBA ist das völlig falsche Signal. Wir verstehen die Gewerkschaften, die dieses jetzt kritisieren. Der GBA ist aber kein Organ der Bundesregierung. Er setzt sich zusammen aus den medizinischen Leistungserbringern und den Krankenkassen. Er ist das operative Organ der Selbstverwaltung. Zweitens. Lassen Sie uns die Fragen des Personalschlüssels in Kliniken allgemein kurz erörtern.
Wir wollen Personalmindeststandards in allen Bereichen der stationären Medizin. Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Träger der Krankenhäuser und der gesetzlichen Krankenkassen seit Jahren aufgefordert, sich auf differenzierte Schlüssel in den einzelnen Fachgebieten zu einigen. Das erfolgte aber nicht. Und deshalb macht das Bundesministerium schrittweise Vorgaben für die Personalmindestausstattung. Das ist immer der zweitbeste Weg. Besser wäre es, die Betroffenen hätten sich hier geeinigt. Aber dass hier jetzt der Bundesgesundheitsminister handelt, das ist richtig und notwendig und wird die Qualität der Versorgung verbessern. Dabei muss das Ministerium zwei Aspekte abwägen. Die Personalausstattung muss wirksam verbessert werden. Die Träger der Krankenhäuser müssen aber auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt die Vorgaben erfüllen können. Wir wollen doch nicht etwa, dass Abteilungen geschlossen werden, weil es nicht genug Fachkräfte gibt, um den Mindeststandard einzuhalten. Und drittens, der Bundesgesundheitsminister kümmert sich sehr um mehr Pflegepersonal und den Mangel in den Kliniken abzubauen. Das Berufsbild wird verbessert durch die neue Ausbildung. Es werden Fachkräfte aus dem Ausland angeworben. Und wir sollten niemals die Förderung derjenigen, die hier sich für den Beruf interessieren, und Anwerbung aus dem Ausland gegeneinander ausspielen. Der Mangel ist so groß, wir brauchen beides. Ich fasse zusammen. Wir wollen, dass der Personalstandard in der Psychiatrie, der in Abweichung zur somatischen Medizin hauptsächlich durch den GBA bestimmt wird, nach oben angepasst wird, und zwar möglichst bald. Wir wollen, dass überall in den Krankenhäusern Personalschlüssel eingeführt werden, nach Möglichkeit durch Vereinbarung der Krankenhäuser und der Kassen. Die Expertisen der Fachgesellschaften und der Personalvertreter muss hier Eingang finden. Abschließend sollte die Diskussion zur Lage der Versorgung psychisch Kranker einen Beitrag leisten, die immer noch vorhandene Stigmatisierung der Betroffenen abzubauen. Es kann jeden betreffen. Meine Damen und Herren, Hessen wird seinen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Psychische Erkrankungen sind nach dem Gesundheitsbericht, nach dem hessischen, das zweithäufigste Krankheitsbild nach Herz- und Kreislauferkrankungen. Allein das zeigt schon, dass es ein wesentlicher Teil ist der Gesundheitspolitik, um die wir uns kümmern müssen. Wenn mehr Menschen psychisch erkranken, müssen wir für Strukturen sorgen, wir müssen für die bestmöglichste Qualität sorgen. Und wir müssen die Menschen, die jeden Tag hart mit diesen Erkrankten arbeiten, das ist Pflegepersonal und die Ärzte, tatsächlich stützen. Von dieser Stelle aus herzlichen Dank. Das ist eine harte, harte Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Forderung der Linkspartei von heute, dass sich die Personalbemessung verändern muss auf Bundesebene, die teilen wir. Wir sind auch der Meinung, dass es tatsächlich bessere Rahmenbedingungen braucht. Und das entscheidet sich über das Personal, über die Zeit, die das Personal hat, um mit kranken Menschen zu arbeiten. Insofern unterstützen wir diese Forderung. Zweitens. Ich glaube, dass wir tatsächlich am Vorabend sind einer zweiten Psychiatriereform. Vor 40 Jahren gab es eine erste große Reformdebatte, die vieles verändert hat, die vieles im Umgang mit den Erkrankten verändert hat. Und ich glaube, wenn man den Bericht auch sieht, und ich habe ihn sehr ausführlich gelesen von Herrn Dr. Kirschbaum, dass es tatsächlich, dass wir davor stehen, dass die Forderungen viel weitgehender sind, als jetzt nur dafür zu sorgen, dass Erkrankte in einer Psychiatrie auch einen Gartenausgang haben, dass dort besser geputzt wird. Es werden auch andere Forderungen erhoben, und die sind richtig. Wir brauchen ganzheitliche Konzepte. Und ich sage nur einmal, wer das Modell in Darmstadt kennt und wer das Modell in Hanau kennt, wo eine Klinik Betten abbaut, wo es Homecaring gibt, wo es darauf geachtet wird, dass es weniger stationäre Einweisungen gibt, das sind vorbildliche Modelle. Und deswegen haben CDU und GRÜNE schon im Dezember vereinbart, dass wir das auch flächendeckend ausrollen wollen. Wir wollen, dass der
Grundsatz ambulant vor stationär und Vermeidung von stationärer Unterbringung aktiv umgesetzt wird. Daran werden wir in der nächsten Zeit auch intensiv arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es sind viele Fragen aufgeworfen worden über den Bericht aus Frankfurt. Die Stationsüberbelegung ist ebenfalls ein Problem. Und auch da gilt es, man muss mal eine andere Finanzierung haben. Dann ist es auch möglich, mehrere Kapazitäten freizuhalten, als es dort dann war. Es muss mehr Therapien geben. Auch das ist einer der Punkte, die der unabhängige Experte beanstandet hat. Und die Chefarztvisiten müssen sich verändern. Das sind drei wesentliche Punkte, die sich verändern müssen, genauso wie die Zugewandtheit zu den Patienten. Das ist natürlich, wie wir das schon mehrfach gesagt haben, auch in der Auseinandersetzung damals um das Gesetz der Psychikrankenhilfegesetz, das wir hier verabschiedet haben. Natürlich können Zwangsmaßnahmen immer nur die Ultima Ratio sein. Das muss immer das letzte Mittel sein, wenn es um Selbst- oder Fremdgefährdung geht. Und ich finde auch, dass wir als Politiker gut beraten sind, dass wir dieses Ultima Ratio auch dem Fachpersonal überlassen und nicht als Politiker so tun, als ob man diese Realität leugnen könnte. Es kann zu diesen Situationen kommen, wo es zu Zwangsmaßnahmen kommt. Das bestätigt die komplette Fachwelt. Und wir als Politik sind gut beraten, dieses dem Fachpersonal auch zu überlassen, das im richtigen Moment richtig zu entscheiden. Wir haben dieses Vertrauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach über 60 Jahren, also so lange galt das Freiheitsentziehungsgesetz in Hessen, haben wir ein sehr modernes Psychikrankenhilfegesetz gemacht. Denn wenn es zu Zwangsmaßnahmen kommen kann, dann kommt es, ist es wichtig, das hat uns auch das Bundesverfassungsgericht aufgetragen, eine größtmögliche Transparenz, eine größtmögliche Kontrolle und die Einhaltung von Bürgerrechten. Darauf gilt es jetzt auch zu achten, und das wird auch in Angriff genommen. Es muss noch klarer, besser das Beschwerdemanagement bearbeitet werden. Die Menschen müssen wissen, dass wenn sie das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt, dass sie sich wehren können und dass es da tatsächlich auch zu Veränderungen kommt. Wir haben noch viel zu tun in diesem Bereich. Keine Frage. Aber es gilt es auch das hat der Bericht klar gemacht und auch so benannt, es gilt es auch, nichts zu dramatisieren, auch nichts zu stigmatisieren. Wir brauchen auch ein großes Vertrauen an die Angebote von Kliniken oder auch von ambulanten Angeboten. Wir brauchen dieses Vertrauen, und wir müssen aufpassen als Politik, dass wir dieses Vertrauen nicht beschädigen und die Kritik, die es bisher gab, nicht überdramatisieren. Wir müssen sie uns als Arbeit vornehmen, und sie müssen sie abarbeiten. In Teilen ist es schon jetzt passiert, und in großen Teilen wird diese Reformschritte weiter von uns eingeleitet werden. Wir haben es im Koalitionsvertrag auch uns vorgenommen. Und im Übrigen auch, Herr Pürsün, wir werden die Investitionspauschalen für Krankenhäuser intensiv und deutlich erhöhen. Das ist so abgesprochen. Und wir werden uns im Januar hier wiedersehen, wenn wir den Haushalt verabschieden. Dann werden Sie zugeben müssen, beachtlich, beachtlich, liebe Kollegen von CDU und GRÜNE, ihr habt die Investitionspauschalen deutlich erhöht. Kein Problem, wenn Sie dann hierher kommen, sich dafür entschuldigen. Ich bin sicher, wir werden die Investitionen für die Krankenhäuser in Hessen deutlich erhöhen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abg. Papst-Diebel. AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das heutige Thema zur Aktuellen Stunde bestätigt den allgemeinen Ruf der deutschen Politik, schwerfällig und eher reaktiv, nicht aber aktiv und vorausschauend zu wirken. Den Antworten meiner vergangenen Anfragen zum Themenbereich der Psychiatrie konnte ich bereits entnehmen, dass unsere Landesregierung nicht über die für eine gute politische Arbeit relevanten Daten verfügt und, das muss ich so mit aller Deutlichkeit feststellen, in vielen Bereichen rein auf der Basis von öffentlichem Druck politische Entscheidungen getroffen werden. Wir haben in hessischen Psychiatrien zuvorderst keinen Fachkräftemangel, sondern eine steigende Patientenzahl. Einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. Juni dieses Jahres war zu entnehmen, dass die Zahl der Menschen, die sich stationär in psychiatrischer Behandlung begeben, im Zeitraum von 2000 bis 2017 um 20% gestiegen ist. Wir können jetzt gemeinsam über diese besorgniserregende gesellschaftliche Entwicklung philosophieren. Wir können den höheren Bedarf aufgrund unzureichender ambulanter und flächendeckender Behandlungsmöglichkeiten diskutieren. Und die Hinweise aus der Presse, z. B. im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Februar dieses Jahres, zum Mehraufwand durch Migranten zur Kenntnis nehmen, die zunächst über ein Jahr oder mehr unsere Sprache erlernen müssen und dann therapiert werden.
Ich möchte weiterhin bei den Fakten bleiben. Laut AOK hat von 2006 bis 2016 die Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen um mehr als 50% zugenommen, die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage um knapp 80%. Auch die Berichte anderer Krankenkassen weisen ähnliche Zahlen auf. Das Arbeitsunfähigkeitsvolumen aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht, und depressive Episoden sind zur drittwichtigsten Einzeldiagnose bei Arbeitsunfähigkeit geworden. Eine aussagekräftige Evaluation der Ursachen in den vergangenen Jahren würde in diesem Zusammenhang sehr interessieren. Ziel einer verantwortungsvollen Politik, die die Gesundheit der hessischen Bevölkerung in den Vordergrund stellt, müssen Erforschung der Ursachen, Prävention und vor allem ein Angebot kurzfristiger ambulanter Versorgungsangebote sein. Mit dem 2017 in Kraft getretenen psychisch Krankenhilfegesetz hat die Landesregierung zumindest einen ersten Grundstein gelegt, der auf eine Umsetzung, die auch tatsächlich bei den Betroffenen ankommt, darf wohl noch gewartet werden. Die Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE bezieht sich wohl unter anderem auch auf ein Papier, das erst im Oktober vorliegen wird und Mindestpersonalstandards festschreibt. Die Personalmindestvorgaben bieten Flexibilität durch Personalverschiebungen zwischen Behandlungseinheiten und müssen dokumentiert werden. Noch ist mir nicht klar, wo da überhaupt Personalabbau stattfindet. Allerdings muss dort Personal aufgebaut werden, wo den Fachkräften Überlastung droht. Das ist Konsens. Es bleiben für uns der schon beschriebene steigende Bedarf an psychiatrischer Behandlung in Hessen mit möglichen Überbelegungen, die baulichen Mängel, die hohe Investitionen nötig machen, und die psychischen Belastungen der Bürger, die es zu reduzieren gilt. Nun noch ein paar Worte zum Dringlichen Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Diesem Antrag werden wir zustimmen, obwohl er viele Selbstverständlichkeiten enthält, aber auch gerade in Punkt 6 die notwendigen erhöhten Zuschüsse für bauliche Maßnahmen und in Punkt 9 den Ausbau regionaler Krisenhilfen nennt. Dabei darf es nicht bleiben. Wir möchten, wie schon genannt, Prävention durch Ursachenbekämpfung, damit es irgendwann wieder weniger Bedarf an psychiatrischer Behandlung geben kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beschäftigten in den Psychiatrien. Als SPD haben wir eine interne Anhörung mit Ihnen durchgeführt zur Situation vor Ort, und es gibt großen Handlungsbedarf. Das Personal will den eigenen Ansprüchen einer guten Versorgung gerecht werden. Die Qualität psychiatrischer Versorgung hängt davon ab, wie lange sich Ärzte, Therapeuten und Pflege jedem einzelnen Patienten widmen können. Das wird aber immer schwieriger. Höhere Fallzahlen, kürzere Verweildauer, Drehtüreffekte, massive Arbeitsverdichtung, gestiegene Anforderungen, unzuverlässige Dienstpläne, Überlastung und erhebliche Dokumentation. Die Studie Qualität der Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik zeigt ein deutliches Defizit bei psychotherapeutischen Leistungen, eine desaströs niedrige Personalausstattung in der Pflege und weitgehende Intransparenz. Minister Klose, Transparenz, Daten und Fakten müssen endlich auf den Tisch. Wie viel Personal, wie viele Psychotherapeuten, wie viele Peers sind vorhanden? Wann beantworten Sie unseren Berichtsantrag vom 4. April mit den wichtigen Zahlen? Die Richtlinie für die Personalbemessung, die Kollegen sind ja schon darauf eingegangen, wird in vielen Kliniken permanent unterschritten. Maßstab für neue Personalbemessungen müssen bedarfsgerecht und transparent sein und auch kontrolliert werden. Ausfallzeiten müssen, wie ursprünglich in der Psych-PV, eingeplant werden, Überbelegungen und Belastungsspitzen adäquat abgebildet bzw. vermieden werden. Da können Sie tätig werden und sich für eine gute Personalbemessung auf Bundesebene einsetzen. Wir haben gehört, die
Richtlinie soll in 2 Wochen kommen. Sie haben auch angekündigt, dass Sie sich einsetzen wollen. Das erwarten wir auch von Ihnen. Grundrichtung muss sein, dass die Kliniken ihr Personal aufstocken, verbindliche Mindestvorgaben einhalten und Therapien früher und mit mehr Stunden erfolgen. Wir wollen keine Verwahrung. Psychiatrie, meine Damen und Herren, ist Beziehungsarbeit. Es kann nicht sein, dass Patienten erst 3 Wochen nach auf der Station die erste Behandlung oder die erste Psychotherapie erhalten. Wir brauchen genug Personal, gute Therapien, die Umsetzung der S3-Richtlinien, Therapien wie die Soziotherapie. Die gibt es übrigens als Pflichtleistung seit 2000. Hier in Hessen haben wir aber einen weißen Fleck, weil die Hürden der Anerkennung zu hoch sind und es keine auskömmliche Finanzierung gibt. Da vermissen wir jegliches Engagement der Landesregierung, meine Damen und Herren. Politische Entscheidungen zu strukturellen Änderungen, eine wirksame Steuerung des Hilfegeschehens sind gefragt, und nicht die Verantwortung auf die Kliniken zu schieben und sich wegzuducken. Sie haben die Fachaufsicht. Ihre Aufgabe ist die Daseinsfürsorge. Sie haben die Verantwortung für die Menschen hier im Land. Sie geben Milliarden für den Neuausbau der Psychiatrien aus. Aber ob dort eine Überbelegung oder eine Fehlversorgung ist, scheint Sie nicht zu interessieren, nur nach Druck aus der Öffentlichkeit. Uns ist das nicht egal. Wir wollen Bedürfnisorientierung beim Ausbau und der Vernetzung des Hilfesystems. Das muss im Vordergrund stehen, meine Damen und Herren. Und hier hätte das Land tätig werden können. Wir haben das Psychische Hilfekrankengesetz seit 2017. Aber Fehlanzeige, man hat nicht gehandelt. Wir haben eine fragmentierte Angebotsstruktur, ein Koordinierungsdefizit, nicht ausreichende Therapien, keine ambulante Krisenintervention. Das sehen Ihre Kollegen im Bund übrigens genauso, können Sie in der Drucksache der Grünen aus Juli 2019 nachlesen. Ambulant vor stationär, das forderte schon die Enquete 1975. Herr Pocklett ist darauf eingegangen. Also bevor ich überhaupt geboren wurde, scheinbar benötigen wir wieder so eine solche Enquete, um den gesetzgeberischen Anspruch auf bedarfsgerechte Versorgung besser umzusetzen, Psychiatrien zu entlasten, Vor- und Nachsorge, ambulante Angebote wie Stäb, Home Treatment, integrierte Versorgung und insgesamt eine Erweiterung kontinuierlicher, koordinierender, sektorenübergreifender, sozialraumbezogener und selbsthilfefördernder Therapiemöglichkeiten umzusetzen. Die Lücke muss geschlossen werden. Und wir fordern erneut einen niedrigschwelligen 24-Stunden-Krisendienst. Denn 80 bis 90%, meine Damen und Herren, 80 bis 90% aller Zwangseinweisungen konnten durch eine solche Krisenintervention verhindert werden. Weniger Chronifizierung, weniger Zwang, weniger Fixierung, mehr Personal, mehr Therapien, keine Verwahrpsychiatrie, sondern Beziehungsarbeit. Das hilft allem, dem Personal, den Beschäftigten und Ihrem sozialen Umfeld. Setzen Sie sich endlich als Frau Landesregierung, Dr. Sommer, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin, setzen Sie endlich Ihre Versprechung als Landesregierung um und lassen Sie uns gemeinsam für eine menschenwürdige psychiatrische Versorgung in Hessen einstehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als nächstes spricht für die Landesregierung Staatsminister Klose. Ja, Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat so, dass der Bericht des Teams Wallraff vom 18. März dieses Jahres unter anderem über das Klinikum Höchst nicht nur hohe öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt hat, sondern auch unmittelbar Wirkung entfaltet hat. Unmittelbar nach der Ausstrahlung haben sich das Land Hessen, die Stadt Frankfurt und das Klinikum Höchst verständigt, eine rückhaltlose Sachverhaltsaufklärung einzuleiten. Und ich betone, anders als das von den anderen Kliniken gehandhabt wurde, die Gegenstand dieser Reportage waren. Und dieser Entscheidung für eine Aufklärung ist hart für alle Beteiligten. Natürlich, insbesondere für die Klinik. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass sie sich auszahlt und weiter auszahlen wird. Denn aus dem Bericht des externen Beraters zum Klinikum Höchst, der ist ja inzwischen auch für alle öffentlich verfügbar, lassen sich ganz sicher auch Impulse für die weitere Verbesserung der psychiatrischen
Versorgung in ganz Hessen gewinnen, und das ist gut so. Und schon der Zwischenbericht, den wir vor zwei Wochen vorgestellt haben und den Herr Dr. Kirschenbauer vorgelegt hat, beinhaltet wertvolle Hinweise, wie gute und moderne psychiatrische Versorgung ausgestaltet sein muss, beispielsweise auch, was die Notwendigkeit einer engen Verzahnung mit den gemeindepsychiatrischen Angeboten angeht. Ich habe das bereits bei der Pressekonferenz zur Vorstellung dieses Zwischenberichts gesagt. Die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung ist mir besonders wichtig. Es geht hier um Menschen in besonders verletzlichen Situationen, die Grundrechtseingriffen wie Freiheitsentzug, Zwangsbehandlung oder Fixierung ausgesetzt sein können. Und deshalb muss es unser Ziel sein, die Patientinnen und Patienten und ihre Wünsche und Bedürfnisse bei der Behandlung systematisch einzubeziehen und den Dialog auf Augenhöhe zu stärken. Und deshalb ist das Thema Vermeidung von Zwang in der Psychiatrie für uns ein Schwerpunktthema. Parallel zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Zwangsfixierungen von Ende Juli 2018 hat die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Nervenheilkunde eine S3-Leitlinie vorgelegt. Sie trägt den Titel Verhinderung von Zwang, Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Und auch das Bundesgesundheitsministerium fördert in diesem Bereich zwei wichtige Projekte, deren Ergebnisse noch in diesem Herbst veröffentlicht werden. Wir werden die Resultate dieser Studien sauber bewerten und dann entscheiden, welche Konsequenzen wir ziehen, um Zwang besser als bisher zu vermeiden. Eins aber ist klar, allein schon aus den Erfahrungen, die gerade wir jetzt mit Höchst gemacht haben. Wenn wir das alles wollen, dann muss der Personalschlüssel besser werden. Und das Plenum des gemeinsamen Bundesausschusses hat vor einer Woche, das ist ja der wesentliche Gegenstand, glaube ich, der heutigen Debatte, eine neue Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik beschlossen. Sie ist noch nicht veröffentlicht worden. Sie wird zunächst dem Bundesgesundheitsministerium zugeleitet. Ich kann mich deshalb im Moment auch nur auf die Pressemitteilung des GBA beziehen. Dort wird davon gesprochen, dass künftig für die psychiatrische, kinder- und jugendpsychiatrische und psychosomatische Behandlung verbindliche personelle Mindestvorgaben gelten. Eine Verbesserung soll vor allem durch die Erhöhung der Minutenwerte erfolgen. Das wäre schon einmal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der GBA habe außerdem beschlossen, dass die wichtige Bedeutung von Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleitern für die leitliniengerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten hervorgehoben wird. Ich nehme aber natürlich auch die Kritik beispielsweise der Psychotherapeutenkammer, der Bundesärztekammer oder der Gewerkschaften wahr. Und Sie können sich darauf verlassen, gerade aufgrund unserer Erfahrungen mit Höchst, werde ich sehr genau hinschauen, was der GBA tatsächlich beschlossen hat, und dies dann auch öffentlich kommentieren. Wir werden auch in Hessen aktiv. Auch in Hessen erhöhen wir die Investitionen in die Krankenhäuser mit Mitteln aus dem Starke Heimatprogramm. Wir ermöglichen die Beteiligung Hessens am Krankenhausstrukturfonds II des Bundes. Für 2020 ist geplant, dass von den 35 Millionen € mehr, die wir zur Verfügung stellen, etwa 30 Millionen € für die Pauschalförderung zur Verfügung gestellt werden. Dazu kommen originäre Landesmittel, insgesamt also 237 Millionen € in 2020, vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers Landtag, versteht sich. Herr Staatsminister Klose, ich erinnere Sie ganz vorsichtig an die Redezeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Legislaturperiode wird der flächendeckende regionale Ausbau von Krisenhilfen sein. Da erarbeiten wir in Abstimmung mit den Beteiligten vor Ort Vorschläge. Meine Damen und Herren, nachhaltige Verbesserungen, gerade in dem sensiblen Bereich psychiatrische Versorgung, brauchen Zeit. Und sie brauchen Menschen, die sie wollen und daran arbeiten. Diese Landesregierung hat am Beispiel Höchst gezeigt, dass es uns ernst damit ist und wir die Debatte versachlichen wollen. Wir werden in genau dieser Ernsthaftigkeit auch weiter am Thema arbeiten. Und da ich mit Wallraff begonnen habe, will ich auch mit dem schließen.
Er hat zu unserem Vorgehen in Hessen gesagt, da darf ich zitieren, es ist ein beachtlicher Anfang, dass sich die Verantwortlichen dem Problem stellen, dass sie auch Unabhängige hinzuziehen, die das jetzt untersuchen und die zum Teil ganz schlimmen Zustände sofort abstellen, helfen und dann auch die Strukturen mitverändern. Genauso werden wir das machen, und ich freue mich, wenn Sie diesen Weg mit uns gehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Als Nächstes hat sich der Abg. Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. 2 Minuten haben Sie insgesamt mit dem. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Minister, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ein bisschen länger geredet haben, dass ich noch einmal eine Möglichkeit habe, auf das einzugehen, was Sie hier gesagt haben. Weil ich muss sagen, Ihre Rede hier war unfassbar reaktiv. Ich kann nicht verstehen, dass man bei diesem wichtigen Thema, in dem man sich selbst zur Fachaufsicht erklärt hat vor Ort, einfach so wenig Initiative in dem Gesamtbereich ergreift. Weil das Problem ist uns doch bekannt. Wir hatten hier eine Anhörung zu einem Psychiatriegesetz, und genau dort ist uns vorgetragen worden, was zu tun ist. Sie können doch nicht sagen, Sie wüssten jetzt nicht, was in Hessen das Problem ist. Sie haben es doch hier aus der SPD auch gehört. Wir müssen ein niedrigschwelliges Netz haben, um eben Zwangsbehandlungen und Einweisungen zu vermeiden. Dazu muss es aber auch Psychiater geben in diesem Netz, die überhaupt aufsuchen können. Dazu muss es auch im ambulanten Bereich eine Versorgungsstruktur geben. Da muss es eine Vernetzung geben. All das liegt auf dem Tisch. Wenn Sie hierher gehen und sagen, Sie nehmen das Thema ernst, Sie können handeln, weil alle Handlungsoptionen liegen auf dem Tisch. Sie müssen es einfach nur tun. Und ich bitte Sie, endlich Zahlen vorzulegen. Ich bitte Sie wirklich, endlich Zahlen vorzulegen. Wir wollen alle eine bessere Versorgungsqualität in der Psychiatrie. Aber falls Sie Mindeststandards einführen, die flächendeckend zur Rotmeldung psychiatrischer Kliniken im Hessen führen, ist das natürlich eine Katastrophe. Wie viele Kliniken werden denn jetzt schon rot gemeldet, weil sie kein Personal mehr finden und wenn sie Standards erhöhen? Sie können doch nicht einfach die Verantwortung für die Personalgewinnung einfach abschieben zum Kliniken und sagen, super, ich habe die Standards erhöht und die psychiatrische Versorgung in unserem Land bricht weg. Wir brauchen diese Zahlen, um das genau beurteilen zu können, und wir brauchen deutlich mehr Fachkräfte. Herr Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abg. Böhm der Fraktion DIE LINKEN noch einmal zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, vielen Dank für diese Zeitgutschrift. Ich finde es sehr gut, wenn die Investitionskosten in den Krankenhäusern für die Krankenhäuser erhöht werden. Das ist dringend erforderlich. Das brauchen wir in allen Bereichen. Allerdings bitte nicht aus den kommunalen Geldern. Die bisher sind sie doch schon aus dem, kommen sie doch vorwiegend von den Kommunen, die in diesen Topf reinzahlen. Ich sitze jedes Mal in dem Haushalt wie beim Land, wie im Kreis und denke mir, wie kommt da von unserem Kreis, von unserem armen Kreis, 5 Millionen jedes Jahr in diesen Topf rein, und was kommt denn hinterher wieder raus? Ich suche die Differenz seit Jahren. Ich habe sie noch nicht gefunden, und ich denke, jetzt geht dieses Spiel so weiter mit dem starke Heimat Hessen Gesetz. Ich denke, das ist keine Lösung. Hier müssen wirklich originäre Landesmittel rein, und die habe ich jetzt noch nicht gehört. Das sind wesentlich auf jeden Fall zu wenige in diese Krankenhausinvestitionen. Der zweite Punkt, warum ich mich noch einmal zu Wort gemeldet habe, ist die Kriseninterventionseinrichtung, die wesentlich alle Beteiligten damals bei dem PsychKHG haben gesagt, wir brauchen unbedingt in jedem Kreis eine Kriseninterventionseinrichtung mit einem 24 Stunden, 7 Tage die Woche stattfindenden Kriseneinsatz, die aufsuchende Arbeit leisten. Das ist gesagt worden, das ist deutlich gemacht worden, das ist ignoriert worden.
Es ist von der Landesregierung, von den Regierungsfraktionen ignoriert worden, auf eine lange Bank geschoben worden. Und wir haben jetzt einen Dienst in Darmstadt. Ja, bitte, nur auf den die Finger zu zeigen, ist zu wenig, weil die finanzieren sich zum großen Teil von den Krankenkassen. Dann können nur die Leute hin, die in dieser Krankenkasse Mitglied sind oder von Betrieben. Da können nur die Leute rein, die in diesem Betrieb arbeiten. Ja, aber wir brauchen für alle eine Lösung. Und ich denke, es gibt sicher Komplementärmittel, aber hier wäre die Landesregierung tatsächlich gefordert, eine Initiative zu starten, darauf zu Frau Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Darauf hinzugehen, dass es in allen Kommunen möglich ist. Und hier müssen auch Landesgelder fließen. Das ist dringend erforderlich. Danke schön. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE abgehalten. Der Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN mit der Drucksache Nummer 20-1280 überweisen wir zur weiteren Beratung in den SIA. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein weiterer dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Grundordnung verteidigen, Konsequenzen aus rechtsextremen Vorfällen ziehen. Mit der Drucksache 20-1282 wird die Dringlichkeit bejaht. Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 86 und kann, wenn niemand widerspricht, tut niemand, mit Top 55 zu diesem Thema aufgerufen werden.